Der Goldpreis in Dollar ist auf den höchsten Stand seit mehr als 7 Jahren, ungefähr 7,5 Jahren gestiegen. Fangen wir nach bei Arnus Wilhelms bei der Société Générale in Frankfurt. Das ist eine Fahrt nach oben für den Goldpreis, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Was lässt den Goldpreis so deutlich steigen? Ja, also der Goldpreis macht seinem Namen alle Ehre als Krisenwährung. Allerdings sind ja die größten, sagen wir mal, schlimmsten Auswirkungen der Corona-Krise ja bereits in den Goldpreis mit eingepreist. Was jetzt neu ist, das ist das Zinsumfeld, was sich vielleicht sogar noch mal wieder deutlich für den Goldpreis zumindest verbessert. Das heißt also, wenn es wirklich in den USA negative Zinsen geben sollte, dann beflügelt das das Edelmetall und vermutlich ist das einer der Gründe dafür, warum der Goldpreis jetzt auch gerade kürzlich wieder so stark zugelegt hat. Ist natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht. In Euro hat ja der Goldpreis schon längst einen Rekordstand erreicht. Wird der in absehbarer Zeit auch in Dollar möglich sein? Ja, also die alten Höchstkurse, die liegen ja bei jenseits von 1.900 US-Dollar. Das heißt, das hat der Goldpreis ja aktuell noch nicht erreicht. Also insofern gibt es, zumindest wenn man die alten Hochs sich anschaut, da noch etwas Luft nach oben. Nichtsdestotrotz ist der Goldpreis auch schon in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren relativ stark gestiegen. Und viele Analysten hatten auch für 2020, also noch vor dem Ausbruch der Corona-Krise, für ein positives Jahr beim Goldpreis notiert, die Analysteneinschätzungen abgegeben und viele davon sind natürlich schon erreicht oder übertroffen. Und von daher ist es so, dass natürlich der Goldpreis jetzt auch schon viel Wegstrecke hinter sich hat. Nun können Anleger und Trader ja auch auf die Entwicklung des Goldpreises, gerade auf solche Trends setzen. Wie ist das grundsätzlich möglich? Ja, so bei uns im Zertifikatebereich bei der Société Générale, da ist es so, dass der Goldpreis mittlerweile auf Position 2 der beliebtesten Basiswerte gestiegen ist, direkt nach dem DAX. Das ist insofern beachtlich, als dass natürlich der Goldpreis für Anleger durchaus interessant ist. Viele Anleger haben eine Meinung zum Goldpreis und geben die sozusagen über Zertifikate wieder und können die damit umsetzen. Und das sehen wir auch bei uns. Das heißt, es gibt viele Anleger, die im Prinzip entweder auf einen steigenden oder auch auf einen fallenden Goldpreis setzen. Und das machen die mit Zertifikaten und deswegen springen da die Umsätze auch aktuell aufgrund dieser doch stark gestiegenen Kurse beim Gold nach oben. Welche Art von Zertifikaten sind das denn, mit denen Anleger und Trader auf Gold setzen? Ja, also es gibt viele verschiedene unterschiedliche Zertifikate, angefangen von Partizipationszertifikaten. Das ist sozusagen das sogenannte Buchgold. Das heißt, da kann man direkt in Gold investieren, eine Unze kaufen, die dann umgerechnet wird in Euro. Es gibt auch währungsgesichertes Partizipationszertifikat. Das ist sozusagen die klassische Variante unter den Anlagezertifikaten. Dann geht es aber weiter mit Discount-Zertifikaten bis hin dann zu Hebelprodukten und Knockout. Optionsscheinen ist im Prinzip die volle Bandbreite zur Verfügung für Anleger, die im Prinzip sich im Goldpreis positionieren möchten. Also gerade wer solche Bewegungen, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen noch heute wieder sehen, nutzen will, der wird sicherlich eher auf die kurzfristig orientierten Instrumente setzen, wie eben die von Ihnen genannten Optionsscheine oder auch die Knockout-Optionsscheine. Wie funktioniert das grundsätzlich? Ja, so die Produkte beziehen sich immer auf den Goldpreis. Das heißt also im Prinzip, die Produkte an sich haben jetzt keine Bewegung, sondern sie orientieren sich an einem Basiswert und das ist in diesem Beispiel der Goldpreis. Das heißt also, steigt der Goldpreis und ich habe einen Knockout-Optionsschein eben auf steigende Kurse gekauft, dann steigt auch der Knockout-Optionsschein und der ganz große Unterschied ist, wie stark er relativ gesehen steigt, also wie viel Prozent er zulegt. Und da ist es so, bei den Turbo-Optionsscheinen, die haben mehr Risiko als der Goldpreis. Das heißt, um ein Beispiel zu machen, habe ich einen Knockout mit einem Hebel von 5 und der Goldpreis steigt 1%, dann steigt das Knockout-Zertifikat oder der Optionsschein nicht um 1% nur, sondern um 5%, eben multipliziert mit dem Hebel. Das Ganze wirkt sich aber dann nicht nur auf steigende Kurse, sondern auch auf fallende Kurse aus. Das heißt, wo ich mehr Chance habe, habe ich in diesem Fall auch mehr Risiko, weil wenn der Goldpreis dann 1% nachgibt, habe ich dann gleich 5% verloren. Insofern muss man mit diesen Produkten dann durchaus mit Augenmaß agieren. Ich habe also mehr Risiko, als wenn ich direkt in den Goldpreis investiere, aber natürlich dann noch viel mehr Chancen, wenn der Goldpreis sich dann in die Richtung entwickelt, die ich erwartet habe. Ja, also das heißt, das ist etwas, was sicherlich nicht etwas für jedermann ist, vermute ich mal. Für wen sind solche Instrumente geeignet? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Gold ja ein sehr beliebter Basiswert ist, beziehungsweise gibt es viele Menschen, die zum Goldpreis irgendwie eine Meinung haben, ob er nun steigt oder fällt, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich gibt es viele, die eine Marktmeinung haben und die können sie eben mit solchen Knockout-Turbo-Optionsscheinen umsetzen.
Allerdings ist es so, dass der Goldpreis sich, zumindest wenn man sich den historischen Kursverlauf anschaut, nicht so stark bewegt. 15 Dollar sind schon stärkere Ausschläge beim Goldpreis, die wir sehen. Das ist in der Regel dann doch eher in dem 5 bis 10 Dollar Bereich. Und das heißt also, wenn ich dann einen Knockout-Turboptionsschein einsetze, da kann ich eben auch bei einer Bewegung von 15 oder 15 Dollar entsprechend hohe Performance machen, gleichzeitig natürlich auch einen entsprechend hohen Verlust. Aber das ist im Prinzip so grundsätzlich die Haupteinsatz, den wir sehen bei unseren Anlegern, dass viele im Prinzip dann Turbo-Optionsscheine beim Goldpreis einsetzen, die Hebel da relativ überschaubar sind, also nicht so hoch, aber dafür dann im Prinzip die Bewegung des Goldpreises dann entsprechend abgebildet wird. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn der Begriff Knockout-Zertifikat sagt ja, dass es auch wirklich ein Knockout geben kann. Und das heißt, man verliert seinen kompletten Einsatz. Das ist also ein sehr, sehr großes Risiko. Wie kann ich denn anhand der Wahl meines Hebels beeinflussen, wie schnell so etwas überhaupt eintreten kann? Ja, also es ist relativ einfach. Der Hebel gibt ja eben Auskunft, wie stark der Turbo-Optionsschein sich im Vergleich zum Basiswert, dann sind wir der Goldpreis bewegt. Nehmen wir noch mal das Beispiel. Ich habe einen Knockout-Optionsschein mit dem Hebel von 5. Wir hatten das Beispiel, Bewegung beim Goldpreis 1%. Das Knockout-Zertifikat der Optionsschein bewegt sich 5%. Wenn ich dann 10% beispielsweise anlege, das heißt, der Goldpreis beispielsweise verliert 10%, obwohl ich damit gerechnet habe, dass der Goldpreis eigentlich steigt, dann verliert der Turbo-Optionsschein schon 50%. Und wer rechnen kann, der weiß, wenn der Goldpreis 20% verliert, 20 mal 5 ist dann entsprechend 100%. Das heißt, genau in dem Moment habe ich bei 20%, wenn der Goldpreis im Minus ist, eben das Knockout-Ereignis erreicht. Das heißt, in dem Moment ist der Kapitaleinsatz verloren. Ich habe im Prinzip, werde ausgestopft, das Produkt wird sofort fällig und ich habe im Prinzip eine falsche, in Anführungsstrichen, Marktmeinung gehabt und meinen kompletten Kapitaleinsatz verloren. Ich kann nie mehr als meinen Kapitaleinsatz verlieren. Deswegen gibt es ja auch eben diese Knockout-Schwelle, damit sozusagen, wenn mein Eigenkapital, wenn das, was ich in den Turbo-Optionsschein investiert habe, aufgebraucht ist, dann findet eben dieses Knockout-Ereignis statt. Also Anleger sollten bei der Wahl des Turbo-Optionsscheins besonders auf diese Marken achten. Sie haben gerade den Hebel 5 genannt, Anders Wilhelms, aber ist nicht auch ein Hebel 5 noch ziemlich risikoreich? Kann ich da nicht noch ein bisschen weiter runtergehen? Mit einem Hebel 2 hätte ich ja zumindest rund 50% Puffer bis zum Knockout. Ja, genau, das stimmt. Das ist ja das ganz besonders Schöne bei Zertifikaten, dass man eben auswählen kann. Man wird nicht gezwungen, den einen oder anderen Hebel zu akzeptieren. Wir haben ja mehrere tausend Hebelpapiere auf Gold im Bestand. Das heißt, also, da kann man wirklich vom Hebel 1,1 bis dann höhere Hebel frei wählen. Und natürlich ist ein Hebel von 2 deutlich weniger Risiko. Dafür natürlich dann entsprechend auch weniger Ertragschance. Aber die zweifache Performance, die ist natürlich auch schon dann, zumindest wenn es so geht wie in den letzten Wochen, recht respektabel. Ja, und auf ein Risiko müssen wir auch noch hinweisen, das gilt generell bei Zertifikaten, die Abhängigkeit von der Bonität des Emittenten. Was bedeutet das? Also grundsätzlich werden Zertifikate von einer Bank herausgegeben. Das heißt also, Anleger müssen sich da mit dem Bonitätsrisiko der Bank auseinandersetzen, weil Zertifikate und Optionsscheine Inhaberschuldverschreibungen einer Bank sind. Also grundsätzlich sollte man die Bonität beurteilen, aber dann im Weiteren natürlich noch, vor allen Dingen, wenn man im Blick auf Gold, den Goldpreisschwankungen berücksichtigen und natürlich das Euro-Dollar-Wechselkursverhältnis, weil Gold wird grundsätzlich in US-Dollar gehandelt. Man muss das hier dann für deutsche Anleger in Euro umrechnen. Ja, also das sind ganz wichtige Dinge, die man wissen muss. Dann im Falle einer Insolvenz ist man dann nur noch in der Position des Gläubigers. Das ist aber generell bei den Inhaber-Schuldverschreibungen, wie sie eben mit Vater auch sind. Vielen Dank für diesen Blick auf das Gold und wie man diese schnellen Bewegungen, wenn es gut läuft, auch für sich nutzen kann. Vielen Dank nach Frankfurt. Alles klar, danke.